Hallo Leute, ich bin's, euer Markus Rühl. Und Leute, ich muss euch heute echt eine fucking schlimme Nachricht verkünden. Ich bin übrigens der kleine Bruder von Saschas Ex-Freundin und Sascha ist vor 2 Wochen leider bei einem Verkehrsunfall verunglückt, Digga. Und deswegen wollen wir heute alle gemeinsam eine Schweigeminute einlegen hier auf seinem Channel. Bruder, wieso? Wieso, wieso, wieso? Machst du Film, Kino, Kino? Ey, ich bin wieder am Start, Freunde. Wo fange ich an? Es ist so viel geschehen. Es ist so viel passiert. Ich war so lange nicht da für euch. Ihr habt mich so lange nicht gesehen und ich musste jeden Tag wie immer meine Scheißfresse im Spiegel ertragen. Aber ihr durftet meine Fresse nicht auf YouTube ertragen. Und heute sage ich euch, woran das Ganze liegt. Also Freunde, ich muss euch sagen, dass ich die letzten 3 Wochen, in denen ich hier auf YouTube auf meinem Kanal auch keine Videos hochgeladen habe, extrem die Motivation verloren habe und diesen ganzen Sinn, diesen Bezug zu YouTube einfach verloren habe, wo ich einfach sage, yo, ich habe mich einfach nicht mehr gefühlt wie so ein YouTuber, muss ich sagen. Ich habe mich einfach nicht mehr wie ein YouTuber gefühlt. Und dieses Gefühl möchte ich wieder ein bisschen hochkommen lassen. Ich habe die letzten Wochen sehr viel Zeit im Real Life verbracht, bin immer noch natürlich aktiv am Pumpen, Bizeps will trotzdem nicht wachsen. Was will man machen? Ich komme mit 80 Kanacken, aber es bringt nichts. Auf jeden Fall, Freunde, bin ich wieder da. Ich möchte wieder ein paar Videos hochladen und ich möchte nicht, dass dieser Kanal komplett ausstirbt. Viele Leute haben mich in den letzten Wochen unter meinen Videos gefragt, jo, wo bleiben Videos, was los? Der Markus Rühl, schöne Grüße gehen an dich übrigens raus, hat auch einfach mal behauptet, dass er der kleine Bruder von meiner Ex-Freundin ist und dass ich einfach beim fucking Verkehrsunfall gestorben bin. Wenn ich überhaupt sterbe, dann nicht an einem Verkehrsunfall, sondern an einem fucking Geschlechtsverkehrunfall. Ey, Digga, ich hab keinen Bock mehr, Mann! Okay, alles klar. Ich wollte einfach mit dem Video jetzt mal gucken, wie viele von euch noch am Start sind. Wenn ihr aktiv seid, wenn ihr noch lebt, wenn diese Ehrenbrüder da draußen, die ich jahrelang mit Videos zugepumpt habe, wenn ihr noch am Start seid, wenn du noch am Start bist, geliebter Ehrenbruder, lasst auf diesem Video einfach mal ein Like da und macht meinen Anus mal wirklich komplett voll mit Motivation. Es würde mich wirklich freuen und dann wird es in den nächsten Tagen auch endlich weitergehen, Freunde. Es wird endlich weitergehen mit Videos und vielleicht sogar mit dem ein oder anderen Medien2.de-Video. Vielleicht auch nicht. Also ich weiß nicht. Mal gucken, wie viele Leute noch am Start sind. Vielleicht werde ich mich auch irgendwie durchdringen können und vielleicht auch wirklich mal ein Medien2.de-Video machen. Ich weiß es nicht. Wollt ihr das? Wird wahrscheinlich krass viele Views geben, weil jeder Hurensohn startet auf einmal ein Comeback und die Views sind higher, als ich es damals war. Und ja, habt ihr Bock auf Videos von mir oder denkt ihr euch, ey, dieser Sascha LP ist kein Bastard mit Skill, ich scheiß auf seine Videos, ich will nur AIDS und was weiß ich. Das ist echt komisch, jetzt hier wieder mit mir selbst zu reden, aber ich mach's ja für euch, Jungs. Für die Gang, für die Fans, für die Fam. Okay, Freunde. Das soll es auch eigentlich schon gewesen sein. Checkt mein Instagram ab. Da bin ich immer aktiv. Da lade ich immer Fotos hoch und so und Instagram-Stories. Und ja, dann soll es das schon gewesen sein. Ich will jetzt auch gar nicht zu lange rumlabern. Ich wollte einfach gucken, wie viele Views das kriegt, wie viele Likes, wie viele Kommentare, wie viele Leute von euch einfach noch am Start sind. Und dann entscheide ich, ob ich weitermache oder nicht, ob die Motivation da ist oder nicht. Kauft euch alle Nivea, Link in der Beschreibung. Und ein Schokopudding, gut für die Gains. Und eine Ray-Ban, auch gut für die Gains. Und dann würde ich sagen, haut rein. Ich liebe euch. Love ya. Das habt ihr vermisst, oder? Habt ihr es vermisst? Love ya. Love ya. Oh!